Und jetzt dreht sich bei uns im Feierabend endlich alles wieder ums Essen. Endlich. Meine Lieblingsrubrik. Roberto Enzel ist bei uns, unser Chefkoch. Und Roberto, das Wochenende, das wird ja wieder sehr warm. Die Leute gehen raus und wollen grillen. Da gibt es so Riesenstücke Fleisch wie diese Flatschen hier. Und dazu soll es ja noch mal ein bisschen was Gesundes geben. Natürlich. Ne? Und da wollen wir Salate machen. Ja. Wir haben zwei Salate heute, oder du hast zwei vorbereitet. Und wir starten jetzt mit einem Salat. Mit Nudeln. Genau, ganz schnelle Geschichte. So soll er nachher aussehen, wenn alles gelingt. Das rote Beete drin. Ja, richtig. Viele Extrem Männer essen gesund. Keine rote Beete. Deswegen sitze ich übrigens hier hinten, sonst hätte ich längst geplündert. Ich weiß. Rote Beete sind aber eigentlich sehr, sehr lecker. Und vor allen Dingen sind sie sehr vitaminreich, Kalium, Kalziumreich. Also eigentlich so ein bisschen Eisen Superfood. Auch, ne? Sehr ja. gesund. Ja. So, und dann erzähl uns doch mal, was du da jetzt gemacht hast. Oder wir machen das jetzt mal nach. Ach, genau, abgekochte rote Nudeln Beete. Haben wir schon. Ja. Die können wir schon mal hier direkt in die Schüssel geben. Mhm. Das ist wirklich eine ganz schnelle Salatgeschichte. Ich mache mal so ein bisschen ein paar schöne Zwiebelwürfelchen. Alles hiervon? Ja, bitte. Ich hau das mal rein, weil die Crew hat ja auch Hunger. Ich und ja ich sagen. Glaube, der Daniel, der sitzt hinten schon mit tropfendem Zahn. Dem sammeln wir dann noch die rote Beete wieder raus. So. Okay, dann Zwiebelwürfelchen. Gibt's noch Zwiebel dazu? Das ist eigentlich deine Aufgabe, Daniel. Ne? Die Zwiebeln machst du immer am liebsten. Nein, es soll ja schnell gehen. Du hast ein bisschen aus der Küche ausgesperrt, weil du sagst immer, ich mache nur Quatsch. Das stimmt ja meistens sogar. Ich habe letztes Mal Zwiebeln ins Nudelwasser geschmissen, nur zur Erklärung. Aber das war lecker. Wissen das Sie, was das Tolle an diesem Rote-Beete-Nudelsalat ist? Wenn man die Rote-Beete weglässt, hat man Nudeln mit Feta-Käse. Ja, toll. Das stimmt. Sehr lecker. Und das ist lecker. Und was ich toll finde, das habe ich auch noch nicht gehört, einfach du brätst gleich ein bisschen Salbei an, genau, richtig? Genau. Wir haben hier Salbei-Blättchen. Salbei ist ja eigentlich so ein bisschen sehr plump vom Geschmack. Mögen viele nicht. Wenn du den aber anbrätst, dann kriegt er ein richtig schönes, feines Aroma. Das sind diese pelzigen Blätter. Und der schmeckt sogar, Daniel, siehst du? Ich bin gerade überrascht. Ja, siehst du? Jetzt geht's ich hatte rote Beete ganz anders abgespeichert. Können wir schon mal siehst du? Hier ein bisschen Olivenöl in die Pfanne geben? Ja. Dann kannst du nämlich eigentlich auch schon mal ein paar Salbeiblättchen reinlegen. Okay, und die kriegt man ja einfach in jedem Supermarkt zu kaufen, ja, ne? Ja, genau. Okay, das Tolle übrigens, liebe Zuschauer, auch an den Nudeln ist, wenn Sie sagen, oh, ich möchte ein bisschen auf die Figur achten und nicht so viel Kohlenhydrate und so, wenn Sie die abends kochen und dann in den Kühlschrank stellen, über Nacht 12 Stunden, dann haben britische Forscher herausgefunden, dann entwickeln die resistente Stärke. Das heißt, der Körper kann einen Teil dieser Stärke nicht mehr aufnehmen und die machen nicht mehr ganz so dick. Außerdem entwickeln sie Ballaststoffe und davon ist man länger satt. Und deswegen gucken Sie endlich Feierabend, genau. Schlemmen mit Vergnügen und trotzdem nicht fett werden. Das ist unser Programm. Wir wollen essen wie ein Loch, aber eben schlank bleiben. Was ja nett alles weiß, oder? Ist uns, ist das verrückt, ja, oder? Was es meinst ist wirklich du? Es gibt hier einen mittelmäßig Hübschen und eine Hübsche, die clever ist. Und du bist auch da. Ich wollte gerade sagen, danke, dass du mich auch noch Oh, Jungs, ihr seid so gut zu mir. Das, you made my week, sozusagen. Wir haben nachher noch einen Salat. Pass auf, an die Männer. Achso, du machst also Olivenöl, ja. Bisschen aber nur ein bisschen. Balsamico-Essig, genau. Ah, ja. Okay. Und jetzt geben wir noch ein bisschen Nussöl dazu. Das gibt so einen schönen Geschmack nochmal, weil das richtig schön Power hat. Ah, Nussöl ist eine gute Idee. Genau. Die Rezepte finden Sie übrigens auch auf unserer Internetseite, unserer Facebook-Seite, sat1.de/Facebook. War das jetzt richtig? Ja, Facebook, sat1 finden Sie schon. Genau. Sie, wie das läuft. So, wann sind wir denn fertig? Sind wir gleich? Du kannst jetzt schon mal hier ein paar Kann ich das auch mit den Händen Nudeln machen? Bitte, ja, gerne. So ich habe auch gewaschen vorher. Also ich war auf Toilette und habe gewaschen, Daniel. Das kann ich bestätigen. Wieso kannst du das bestätigen? Weil du es mir gesagt hast. Ich glaube dir einfach. Okay, liebe Zuschauer, gute Nachrichten. Was? Ein Croutonsalat ist für Männer eigentlich nichts. Aber wenn ein Croutonsalat mit Monster-Croutons gemacht wird, dann ist das schon was für Männer. Den Salat haben wir gleich. Und